Hallo und Servus zurück aus einer kleinen Sommerpause. Heute dürfen wir euch einen günstigen VW Multivan aus 2018 zeigen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und servus wieder zurück. Wir kommen frisch aus der Sommerpause, haben uns auch ein bisschen Urlaub verdient gehabt, haben hier als erstes Fahrzeug für euch einen VW Multivan aus 2018, also einen VW T6 aus 2018 mit knapp 90.000 Kilometern. Auto ist aus erster Hand, ist uni-weiß lackiert, ist relativ spartanisch eingerichtet. Mit Ausstattung, vielleicht können wir das gerne mal mitnehmen, Lisa. Ja, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sitze. Der siebte fehlt nicht, sondern der wurde einfach so nicht bestellt. Ist natürlich immer möglich, das auch nachzubestellen, wobei das einfach auch schon komfortabel ist, keinen siebten Sitz zu haben. Ich habe jetzt selber Multivan gefahren wieder und es ist schon ein Problem, wenn du da einen Sitz drin hast beim Einsteigen. Aber das überlassen wir euch dann, ob wir noch einen bestellen sollen oder nicht. Das ist ja immer abhängig, für was ihr das Fahrzeug benutzt. Schienensystem ist auf jeden Fall drin, dass ihr die Sitze halt auch drehen könnt. Ich glaube aber, das ist sowieso klar und eben dann nach hinten vorne verschieben könnt. Den Sitz natürlich auch wunderbar schnell rausnehmen könnt und euch somit einen größeren Kofferraum generieren könnt. Das heißt, ihr könnt durch dieses Schienensystem eben dann die Sitze nach vorne schieben und das ist natürlich dann schon wirklich purer Luxus in Urlaub zu fahren und einfach Gepäck ohne Ende verstauen zu können. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe im Eingang, dass das ja natürlich keine riesen Ausstattung ist. Das Fahrzeug ist wirklich, so wie es VW ja auch beschreibt, ein Nutzfahrzeug. Das heißt, es stammt ja nicht direkt von Volkswagen, sondern von Volkswagen Nutzfahrzeuge mit einem 2-Liter Motor mit 150 PS. Den schauen wir uns jetzt am besten nochmal vorne an. Es ist einfach ein stinknormaler, weil halt viel auch immer geschimpft wird über die Motore im T6. Aber das ist in dem Bauzeitraum, sage ich jetzt einmal, schon einer der sinnvollsten Motore. Von der Motorisierung her selber reicht er, denke ich, außer ihr zieht natürlich viel Hänger und so weiter. Ansonsten ist es einfach 150 PS mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Ja. Jetzt messen wir mal kurz die Lackstärken, so wie wir es immer machen, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Wir gehen immer von außen rum, fangen vorne rechts an und wollen euch damit einfach zeigen, dass das Fahrzeug jetzt nicht stark verunfallt ist oder eben auch mal einen Unfall hatte, damit ihr auch immer Bescheid wisst, was ihr bei uns kauft. Dafür haben wir unsere kleine Kamera und irgendwo auch, irgendwo in meinem Hosentäschlein, Lisa, wo ist er? Da ist er, unseren Lack. Schichtenmesser. So. Schaut mal ein. So. Dann beginnen wir von vorne rechts. Haben hier die 130. Ich hoffe, man kann es erkennen. Oder auch nicht. Schwierig. 130 sind es auf jeden Fall. Dann haben wir 124 Türe.
Vorne rechts dann die Schiebetüre. Haben wir 121. Seitenteil 142. Die Heckklappe haben wir 134. Heckklappe hinten nochmal kurz 125. Seitenteil hinten links 138. Seitenteil vorne links 130. Türe haben wir 125 und Motorhäublein haben wir 141. Ansonsten, ja, also kann man eigentlich sagen, nach lackierungsfrei. Was wir aber nie messen können, sind jetzt zum Beispiel eben Stoßfänger vorne und hinten, sind Kunststoffteile und können nicht gemessen werden. Jetzt gehen wir mal gleich nach hinten. Wieso, dass wir mitkommen. Was mir immer wichtig ist, um keinen Urlaubstag zu vergeuden für nichts und niemanden, also eine starre Anhängerkupplung, glaube ich, ist klar. Einparkhilfe haben wir vorne und hinten. Seht hier, nämlich wichtig ist für mich, für das Reserverad hinten, damit es einfach weitergehen kann, falls mal im Urlaub eben auch eine Panne ist oder im normalen Alltag, damit es einfach schnell weitergeht. Dann können wir hinten noch kurz den Kofferraum einmal öffnen. Wie gesagt, der Kofferraum jetzt ist hier überschaubar, nenne ich mal, aber halt dann eben variabel einstellbar, indem dass die Sitzreihe nach vorne wandert oder umgelegt wird. Und das ist eben immer der große Vorteil. Dann schauen wir noch kurz vorne mit rein. Lisa, darfst du schon mal einsteigen, ich komme drüben. Wir haben das Nötigste drin, auch einen Tempomat. Wir haben ein kleines Radio drin, ohne Navigationssystem. Wir haben eine Klimaanlage mit Sitzheizung für links und rechts. Dann starten wir nochmal kurz. So, dann machen wir einen Rückwärtsgang kurz rein. Dann habt ihr eben die Draufsicht für vorne und hinten. Ja, das wären eigentlich die wichtigsten Eckpunkte. Das Auto ist, wie gesagt, minimalistisch ausgestattet, aber trotzdem eben auch zusätzlich zum Beispiel mit der Freisprecheinrichtung. Für mich völlig ausreichend. Wir haben jetzt hier 89.000 Kilometer. Wenn es euch interessiert für das Auto, dann ruft uns einfach an unter der 09602 61 85 3x6. Schreibt uns ein WhatsApp unter 0179 559 4527 oder gerne auch per Mail unter der service@kfz-bauernfreund.de. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, das Video Daumen hoch, abonniert uns und dann seht ihr uns nämlich auch wieder in einem der nächsten Videos. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.